Juniors erste Heimspiel der Saison. Nach einer guten ersten Halbzeit, leider zweite Halbzeit nicht so guten Spiel, kommen 2-0 verloren zu Hause. Wie geht es euch nach so einem Spiel? Ja, es ist keine Ahnung. Es ist immer schwierig, nach so einem Spiel so Worte zu finden. Also keine Ahnung. Ich denke, wir haben es echt gut gemacht, wie du schon gesagt hast. Erste Halbzeit echt gut den Gegner laufen lassen. Ich denke, wir hatten auch die meisten Anteile vom Spiel. Uns fehlt dann vorne so ein bisschen diese Durchschlagskraft, dass wir vielleicht mal das Tor machen und sowas. Wir sind dann einfach wahrscheinlich zu eng, sich mal zu schießen oder sowas. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich denke, da müssen wir uns einfach am nächsten Spiel da was vorne, dass wir da einfach mal die Dinger draufhauen, vielleicht mal abgefälscht mal einer reinrutscht. Und dann, wie gesagt, zweite Halbzeit, dann brechen wir irgendwie ein. Dann kriegen wir irgendwie so ein scheiß Ding, so einen Sonntagsschuss. Und dann, keine Ahnung, brechen wir irgendwie ein und ich weiß nicht, dann ist irgendwie da so die Luft raus. Dann probieren wir nur lange Dinger zu spielen und nicht so unsere Stärken, so schnell Fußball spielen über außen Flanken, das machen wir dann nicht mehr. Und das verstehe ich halt nicht warum, aber keine Ahnung. Man hat trotzdem sehr gute Ansätze gesehen. Was sagst du zu deiner neuen Mannschaft? Ja, die Mannschaft ist super. Ich denke, wir haben geile Neuzugänge bekommen. Sowohl charakterlich als auch fußballerisch. Ich denke, wir sind eine super Truppe. Ich denke, das haben wir auch letzte Woche gezeigt. Heute hat es dann mal nicht geklappt, aber ich denke, ich bin für nächste Woche wieder optimistisch, dass wir da wieder Punkte holen. Das hört sich gut an. Ich danke dir. Ja.